Morgen, Ivano. Only time will last forever. Jetzt werdet ihr blass vor Neid. Meine Tochter heiratet einen vornehmen Herrn und nicht solche Penner wie euch. Elende Bande von Idioten. Jetzt ist es soweit. Die einzige Frau in diesem Haushalt wird uns verlassen. Ob sich die beiden wirklich lieben? Was sagt sie da? Sie redet einfach dummes Zeug. Du darfst sie nicht immer schlagen. Am Ende gewöhnt sie sich dran. Eine anständige Tracht Prügel, das versteht sie. Ich arbeite jetzt seit 3 Jahren bei Ihnen. Ich bin sogar bei Bombenalarm gekommen. Darf ich erfahren, warum der Neue mehr kriegt als ich? Weil er ein Mann ist. Vergiss deinen Ehemann, diesen kriminellen Schurken. Du brauchst so einen netten Amerikaner. Das sind schon gut aussehende Kerle. Und Zähne haben die. Richtig viele. Mehr als wir jedenfalls. Seit 30 Jahren bereue ich es. Ich war kurz abgelenkt und da hat er dich mir weggenommen. Laufen wir jetzt gemeinsam fort. Du musst deinen Mann umsichtig wählen. Ist Giulio der Richtige? Ich weiß es nicht. Sag du es mir. Du hast ja so umsichtig gewählt. Ich habe einen Brief für sie. Denk an die Jungs. Denk an Marcella. An sie denke ich vor allem. Sanno tutto di noi. Wohin gehst du? Warum lässt du dich so behandeln? Das spielt jetzt auch keine Rolle mehr. Aber du hast es noch in der Hand. Du auch, Mama. Morgen ist auch noch ein Tag. Und geht's Ihrem Vater langsam besser? Nein, er ist mein Schwiegervater. Damit es ihm besser geht, müsste er am Gehirn operiert werden.